Die USA haben der Ukraine Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS mit größerer Reichweite für den Einsatz innerhalb des ukrainischen Staatsgebiets geliefert. Ich kann bestätigen, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine auf direkte Anweisung des Präsidenten ATACMS mit großer Reichweite geliefert haben, sagte der Außenamtssprecher. Die Raketen seien Teil eines Hilfspakets vom März gewesen und diesen Monat in der Ukraine angekommen. Die Lieferung sei zunächst nicht bekannt gegeben worden, um die operative Sicherheit der Ukraine auf deren Wunsch hin aufrechtzuerhalten. Die Raketen sind demnach nicht Teil des am Dienstag vom US-Kongress verabschiedeten Hilfspakets für die Ukraine. Die USA hatte der Ukraine erstmals im vergangenen Jahr ATACMS-Raketen geliefert, aber nur mit einer Reichweite von 165 Kilometern. Die Variante mit der längsten Reichweite kann Ziele bis zu 300 Kilometern Entfernung treffen. Das Pentagon bestätigte, dass es sich bei den nun gelieferten Raketen um die Variante mit größerer Reichweite gehandelt habe. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, kündigte an, die USA werde weitere Raketen mit großer Reichweite an die Ukraine liefern. Sie werden viel bewegen, sagte Sullivan. Er wiederholte gleichzeitig seine Aussage, dass es keine Wunderwaffe im Krieg zwischen Russland und der Ukraine gebe. Sullivan sagte zudem, es sei möglich, dass Russland in den kommenden Wochen weitere taktische Fortschritte erzielen könne. Die ukrainische Armee leidet derzeit unter Munitionsmangel und Schwierigkeiten bei der Rekrutierung neuer Soldaten. Die Bestätigung durch das US-Außenministerium kam am selben Tag, an dem Biden ein Gesetz unterzeichnete, das Hilfen im Wert von 61 Milliarden Dollar für die Ukraine freigibt. Biden sagte, er werde sicherstellen, dass die Lieferungen sofort in den nächsten Stunden beginnen. Das Hilfspaket, das auch Gelder für Israel und Taiwan umfasst, hatte am Dienstagabend im Senat eine breite Unterstützung erhalten. Es hat ein Volumen von insgesamt 95 Milliarden Dollar. Das Pentagon kündigte ein rasches Paket in Höhe von 1 Milliarde Dollar für Kiew an, das mit den neuen Mitteln finanziert werden soll und Luftabwehrmunition, Artilleriegeschosse, Munition für HIMARS-Raketenwerfer, Panzerabwehrwaffen und gepanzerte Fahrzeuge umfasst.